Dresdens Konsequenz der faschistischen Herrschaft jährt sich heute zum 76. Mal. Wiederholt ist es unsere Pflicht, sich alten und neuen Nazis in den Weg zu stellen. Denn auch dieses Jahr wollen diese das unfassbare Leid des Krieges, welches der Nationalsozialismus in die Welt getragen hat, umdeuten. Sie geben vor, den Toten von Dresden zu gedenken. Und nutzen das Gedenken, um ihre fremdenfeindliche und antidemokratische Ideologie zu verbreiten. Das ist das wahre Gesicht der Neonazis. Sie geben vor zu trauern und vergessen dabei bewusst und mit einem höhnischen Lachen die vom Nationalsozialismus bewusst und in voller Absicht begangenen Verbrechen. Sie glorifizieren das von Dresden erlittene Leid als Opfer. Denn dann waren ja andere die Täter. Wir sagen nein. Der 13. Februar 1945 war kein Opfer. Es war die konsequente Folge eines unmenschlichen Angriffskrieges, eines unmenschlichen Regimes. Es ist gerade heute wieder die Pflicht aller Demokratinnen und Demokraten, diesem perfiden Versuch der Nazis etwas entgegenzusetzen. Und wenn es sein muss, sich selbst. Allein diese konsequente Haltung hat dazu geführt, dass der größte Nazi-Aufmarsch Europas Geschichte wurde. Damit ist Unmenschlichkeit jedoch noch lange nicht verbannt. Noch immer sterben Menschen im Mittelmeer, noch immer morden rechte Attentäter in Europa und wieder sitzen antidemokratische Parteien in den Gremien. Es gilt also nicht nur heute, sich den Nazis entgegenzustellen. Es liegt in unserer Verantwortung, das Ideal von Frieden und Freiheit allen zu ermöglichen. Wir werden laut, wenn Freiheit und Rechtsstaatlichkeit in Gefahr geraten, egal wo auf der Welt. Wir zeigen Zivilcourage, wenn Menschen angefeindet werden, egal woher sie kommen. Kein Fußbreit den Faschisten. Jetzt nicht, morgen nicht, nie. Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus.